Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Es ist Donnerstag, Leute, es wird doch Zeit, oder? Die Woche nähert sich dem Ende. Und wir gucken jetzt mal, was uns denn in Willow Street erwartet. Ich hab Bock auf Willow. Ja. Here we are. Check the equipment and get set up before investigating. Ich hatte doch die... Moment. Ich hab doch gestern die bessere ausgewählt, auch ins Loadout gepackt. Dass ich das nicht gespeichert, weil ich keine Runde gestartet habe oder so. Kann das sein? Einen besseren Zünder können wir auch mitnehmen. Tja. Egal. Machen wir es eben nochmal. Ja, also die Woche neigt sich dem Ende. Es wird auch Zeit. Es ist eine anstrengende Woche für mich. Ich muss wirklich sehr viel lernen und sehr viel tun. Das ist schon... Aha. Aber jetzt auch nicht negativ oder so, ne? Also es geht ja voran, es funktioniert ja alles. Es ist aber halt am Ende des Tages einfach nur anstrengend. Das ist das, worauf ich mich so aufs Wochenende freue. Wenn ich vielleicht am Wochenende ein bisschen was tun muss, aber naja. Wird sich schon ergeben. Ich finde es halt krass, dass dieses blaue Licht dann doch noch ein bisschen zum Gucken beiträgt, finde ich. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das Licht selber wird, glaube ich, nicht viel stärker, aber dieses blaue ist zum Gucken angenehmer. Das ist das komische Grün-Stichige von der Cam. So. Super. Hiding Spot im Wohnzimmer. Hiding Spot hier in der Garage. Ein Ouija Board. Der Brecher ist an. Das ist natürlich auch mal schön. Stellen und hoffen, dass er nicht umkommt. Nee, das ist sich das andere Versteck drüben noch ein bisschen sicherer. Das hier. Da ist die Chance noch recht hoch, dass man nicht gesehen wird. Das ist natürlich hier auch ein Hiding Spot, aber den finde ich tatsächlich gar nicht so geil. In dem hier bin ich schon oft gestorben. Da ich hier nichts vernehme, könnte es sein, dass wir unseren Geist im Keller erwarten. So, einmal für den Meo. Bubas. So, jetzt ist er glücklich. Aber ein recht ruhiges Exemplar von Geist, ne? Na gut. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du denn? Was müssen wir überhaupt machen? Geister-Event, EMF und Kruzifix. Sehr gut. Wenigstens kein Bild machen. Jemand da? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Na gut, gucken wir mal. Der Geist ist angeblich super aktiv. Ich kriege nichts mit. Na gut. Verteile diese Sachen mal. Ich bin der festen Überzeugung, ich werde jetzt alleine, wenn ich das Gerät in der Hand habe, den Geist finden. Und noch nicht mal, weil mir das Gerät am Ende verrät, wo es ist.
Garage ist gerade ausgeschlagen. Ist er da? Living Room. Na gut. Na los, gib mir ein Zeichen, mach was. Wir holen uns noch ein Thermometer. Damit können wir ganz gut sehen, wo was ist. Mal los. Hier steigt's. Hier auch. Geht's auch weiter hoch. Hier ist nichts. Überall. Hier bist du also. Ehrlich gesagt hat er ziemlicher Wucht geworfen, den Ball. Vielleicht ein Poltergeist. Schreib ins Buch. Das sind noch keine geführten Motoren. Ach, den Breaker ausgemacht, ja. Olle Kackbratze. Gut. Sanity ist noch soweit in Ordnung. Wir nehmen sofort mal kurz die Putzis mit rein, weil der vermutlich hier anfängt zu handeln. So. Ein Orb sehe ich nicht. Wir können uns direkt ein zweites Kurzhilfer mitnehmen und dann nehmen wir noch eine Geisterbox mit rein. Mal gucken, ob das gut geht. Bist du hier? It's taken away.
Left hurt. Der Geist ist krank. Du bist doch nicht normal. Alles erledigt. Geisterbox. Moroi, Deogen, Mark oder Poltergeist. Ich bleib beim Poltergeist. Weil er zwischendurch nämlich so heftige Sachen rumgeworfen hat. Nehmen wir erstmal ein Smudge Stick mit rein. So, was müsste der denn noch haben? UV, ja? Das finden wir aus. Na gut. Komm, latsch ins Salz. Ja, wir haben UV. Das ist wirklich Poltergeist. Mehr ein Zeichen. Das ist nicht gut. Das heißt, er ist nicht im Raum. Das heißt, das Kruzifix beschützt mich nicht. Wenn er irgendwo anders Türen aufmacht. So am Geist gehört, das ist definitiv, also am Laufen. Nicht mal am Laufen, aber rumwerfen, das ist sowas von einem Geist. Der Hell! Das war, glaube ich, seine Ability gerade. Oder zwei Sterne, also. Der ist drei Sterne. So. Und raus hier. Ich glaube, da hat wirklich seine Ability vorhin eingesetzt in der Badewanne. Ja. Eieiei, der hat es jetzt aber hier ganz schön bearbeitet, ne? Aber wir haben es geschafft. Wir haben alles, den Geist raus. Müsste die perfekte Spiel sein. Sehr schön.
Easy peasy lemon squeezy. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bleibt gesund bis dahin und tschüss.